Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight, heute wieder mit Mac in der Lemkin Lane, Haddonfield. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen als Saboteur unterwegs. Meine Daily ist nämlich, dass ich 9 Haken sabotieren soll, deswegen habe ich mir Alex Werkzeugkoffer geschnappt. Und leg einfach mal los. 9 Haken, das werde ich in einer Runde wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich werde sowieso das auch alles ein bisschen anders machen wahrscheinlich. Es soll ja voraussichtlich am Donnerstag, wenn ich das jetzt richtig, oder Freitag, ich bin mir gerade gar nicht sicher. An einem der Tage soll ja wahrscheinlich das DLC kommen. Und ich würde ganz gerne mir vorher so ein paar Dailies schon mal fertig machen. Also fast fertig. Dass ich quasi nur noch die dann an dem Tag fertig machen kann, um die maximale Blutpunktanzahl zu haben. Ich spare jetzt mir auch wieder die 500.000 zusammen. Ich wollte gerade mal hören, ob der Killer kommt. Ich spare mir die 500.000 jetzt auch wieder zusammen. Und auch die Splitter spare ich mir auf. Damit ich dann entweder den Killer oder den Survivor direkt, wenn er rauskommt. Oh shit. Direkt, das heißt, es ist der Trapper. Direkt leveln kann. Und zwar so hoch, wie es geht. So hoch wie möglich. Und dann die Teachables entweder freizuschalten bei dem Survivor oder halt den Killer dann zu zocken. Mal schauen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich machen werde von beiden. Wahrscheinlich werden viele Leute den Killer ausprobieren, deswegen wird es schwieriger als Killer Lobbys zu finden, denke ich mal. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht einfach erstmal Survivor hochlevel. Dann haben wir wieder ein paar coole Setups vielleicht für Mac, je nachdem, was es so für neue Perks geben wird. Das weiß man ja auch noch gar nicht. War der Trapper da vorne gerade? Ich möchte ihm jetzt nicht unbedingt vor die Machete laufen, wenn er merkt, dass wir hier alles sabotieren. Da hinten. Oh, da ist er. Ja. Ich kann ihn sogar sehen. So, Pornokeller wird in diesem Haus dort vorne sein wahrscheinlich. Wir rennen hier erstmal weiter und machen die Haken kaputt. Ich hätte natürlich jetzt auch als Saboteur zum Beispiel unbeugsam mitnehmen können, damit ich wieder aufstehen kann, wenn ich am Boden liege. Ist ja auch ein interessantes Setup inzwischen. Oh, der wurde direkt befreit. Krass. Also wenn derjenige kein Ding in Sud Borrowed Time, dann war das eine Schwachsinnsaktion. Da vorne ist noch ein Haken. Ja, heute ziemlich assi unterwegs, ne? Wenn alle Haken gleich weg sind, dann wird sich der Killer auf jeden Fall freuen. Danach kommen dann seine Fallen dran. Wenn ich schon mal als Saboteur unterwegs bin, dann die komplette Dröhnung. So, er hat tatsächlich, oh, Borrowed Time gehabt. Dem einen Typen hat das aber nichts mehr gebracht. Der liegt jetzt nämlich trotzdem am Boden. Ich hoffe, dass die... Er hat ein Totem. Das muss dann auf jeden Fall zerstört werden. Ich bin mir nicht mal sicher, was er hat. Oh, der eine Typ wird gleich umfallen. Oh, direkt daneben. Das gibt's ja wohl nicht. Keine Ahnung, welches Totem das war. Er recovered auf jeden Fall. Das heißt, ich könnte ihm vielleicht helfen, wenn ich schnell genug bin. Oh ja, da kommt der andere auch noch zur Hilfe. Sehr gut. Dann schaffen wir es auf jeden Fall. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Generatoren wir gemacht haben. Haken. Da kommt er. So, bist du ein Camper oder nicht? Also so wirklich weit weg geht er tatsächlich nicht. Der andere wurde schon befreit. Nice. Wir müssen aufpassen. Wie gesagt, ey, der Trapper... Er legt ja zumindest Fallen. Deswegen müssen wir ein bisschen uns vorsehen. Aktuell bringt es das halt noch zu sabotieren. Im Patch soll es jetzt ja dann so sein, dass die Haken wieder respawnen nach einer gewissen Zeit. Falls sie jetzt wirklich das Update so rauskloppen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es so lassen, wie es aktuell ist, weil, naja. Wie gesagt, so richtig geil ist es nicht. Aber lassen wir uns überraschen. So, ich sollte auch anfangen, langsam Generatoren zu machen. Hat er den Schleifstein oder wieso liegt der Typ jetzt direkt? Ich weiß.
weiß es nicht. So, ich hoffe nicht, dass das jetzt schon 9 Haken waren. Ich höre mal auf nach dem Haken. Ich hoffe, ich habe da noch alle. Aber wenn nicht, ich muss erst mal schauen wegen der Daily. Ich glaube, die hat doch recht gut Punkte gebracht. Wie gesagt, ich möchte mir die aufsparen. Dass ich die einfach nur noch einen Haken machen muss oder so. Hier ist kein Generator. Erkennt man daran, dass das Licht an war? Oh, der nächste ist in die Falle getappt. Oben. Er hat also ein paar Generatoren aus dem Spiel genommen. Ah, guter Trapper. Aber Trapper ohne Totem. Ich weiß nicht, welches Totem er hatte. Es kann natürlich auch sein... Hier ist geschlossen sogar. Wo ist denn mal ein Generator? Kann natürlich auch sein, dass er sogar das Totem hatte, dass wir langsamer Generatoren reparieren. Das kann ich euch nicht sagen. Ich war noch nicht am Generator dran bisher. Da hängt der nächste. Da kommt ein Verletzter. Sind, glaube ich, echt hier die beiden, die sich andauernd gönnen, ne? Er scheint noch unten zu sein. Ach, oder er legt die Falle oben neu. Ist verdammt nah. Hab ich ein Schwein. Okay, wenn er jetzt eh schon helfen geht, dann mache ich einen Generator. Wäre natürlich schneller gegangen, wenn ich jetzt einfach mit reingegangen wäre und mit geheilt hätte. Ist der da oben fertig? Sieht so aus, oder? Ja. Da drüben ist keiner, glaube ich. Da komme ich auf jeden Fall her. Ich habe da keinen gesehen. Kommt lieber mit. Aber hier muss man auch aufpassen. Schon wieder jemand eine Falle gefunden, ey. Der hat genauso ein Talent dafür wie ich in der Einrunde. Ach, der ist auch schon fertig. Scheiße, jemand da. Dann müssen wir eigentlich komplett auf die andere Seite der Map scheinbar langsam, aber sicher. Ja. Ach, oben hat er bestimmt den Generator. Ne, da ist gar kein Generator. Ich dachte, er hätte einen Generator aus dem Spiel genommen vielleicht. So, in diesem Haus ist aber einer. Oh, ich glaube, das ist der, den man nur alleine machen kann. Nee, doch nicht. Ach, scheiß jemand, dann ist der denn draußen? Wenn der draußen ist, habe ich ein Problem wahrscheinlich. Ah, nee, der ist hier. Wartet. Ach, ich kann es nicht sehen. Ich meine, da ist keine Falle. Wartet. Reparieren wir mit dem Werkzeugkoffer. Okay, geht weg. Ich werde es nicht mehr schaffen, den Typen zu befreien. Da wird wahrscheinlich auch wieder eine Falle irgendwo noch liegen. Von daher. Sorry, Ghost. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich möchte Alex Werkzeugkoffer natürlich nicht zerstören. Nice, er wurde nochmal befreit. Oh, Schwein gehabt. Kam eigentlich ein Skillcheck, aber irgendwie habe ich den jetzt nicht mehr getriggert. So, Lammers wurde auch wieder angeschlagen. Anstatt ja auch mal vom Pornokeller wegrennen. Ich meine, vielleicht hat er eiserner Griff. Wow, schon wieder down. Der ist tot diesmal. Wenn er jetzt aufgegangen wird, ist er tot. Er wird aber nicht aufgegangen. Warum nicht? Was macht der Trapper jetzt? So, wir haben das hier fertig gemacht. Dann gehen wir mal raus. Ich möchte jetzt nicht auf die letzten 2 Meter noch auf eine Falle treffen. Da ist er. Scheiße. Das heißt, der ist down. Ja. Können wir nichts mehr machen. Dann sollten wir einfach einen Generator finden. Nice. Dann sind wir durch. Oh, hier ist noch jemand. Schnell heilen. Der Typ kommt da gleich raus. Okay, renn du mal vor, falls da irgendwo eine Falle ist. Ich renne einfach in ihren Fußspuren.
Verdammt. Oh nein. Hat er es nötig? Leute, ich glaube, er hat es nötig. Sonst würde er doch jetzt nicht hinter mir herjagen. Oh Mann. Wenn ich jetzt durch Nöd sterbe, ey, dann kriege ich schon wieder die Pimpernellen, Leute. Okay, ich habe ihn abgehangen. Der andere ist schön weit weggekrabbelt. Wird das jetzt was bringen oder nicht? Ich habe echt Schiss, dass er es nötig hat. Wieso hing er mir denn sonst so auf Krampf am Arsch? Auf der anderen Seite, welchen Fluch hatte er wohl? Wo krabbelst du hin? Was machst du? Ich heile dich fertig. Alles, was Zeit kostet, ist gut aktuell. Aus dem ganz einfachen Grund. Falls er Nöd hat, geht ein bisschen Zeit von Nöd weg. Okay, komm mit. Ich renne jetzt auch ganz außen. Weil ganz ehrlich, ganz außen liegt garantiert keine Falle. Also, garantiert nicht, aber ich hoffe einfach mal, dass ganz außen keine liegt. Weil wie oft rennt man auf dieser Map halt am Rand rum? Eigentlich recht selten. Ich könnte die Luke suchen, aber das ist mir jetzt zu unsafe. Ganz ehrlich, falls er Nöd hat, außerdem will ich Alex' Werkzeugkoffer nicht riskieren. Und dann bin ich sehr gespannt, wie viele... Oh, er kommt. Ich renne einfach durch. Oh mein Gott, wenn er jetzt Not hat. Hat er nicht. Okay. Oder nicht mehr, weiß man natürlich nicht. Oh, jetzt legt er da eine Falle. Das ist böse. Musste gehen. Sicher ist sicher. Ich hätte auch warten können, dass er mich schlägt, aber die Punkte wollte ich ihm nicht mehr gönnen. Puh, okay, war eigentlich eine gute Runde von uns. Wir haben gut sabastiert. Wir haben auch Überlebenskategorie natürlich voll. Generatoren nicht ganz, aber sogar bei Selbstlosigkeit gut gepunktet. War in Ordnung, denke ich. Wie viele Punkte sind denn das so ungefähr? Ich denke mal, ja, 18.000 oder so. 19 sogar. Also nicht schlecht. Die Daily habe ich scheinbar nicht abgeschlossen. Das ist super. 992 Blutsplitter. Da muss ich... Ja gut, da werden mir ein paar jetzt wahrscheinlich verloren gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich es noch vorher mir gönnen möchte. Ich weiß es nicht. Oh, er war nur, in Anführungsstrichen, Rang 6. Und er hatte tatsächlich die aufgezehrte Hoffnung. Gut, hätten wir aber Erzi auf Stufe 3. Deswegen hätten wir es sowieso recht schnell bemerkt. Sobald das erste Zeichen dann da gewesen wäre, hätten wir gesehen, dass wir langsam mal reparieren können. Whisper, Nurse Calling und Eiserner Griff. Nurse Calling, dann war es eigentlich ganz... gar nicht mal so eine gute Idee, gerade in den Keller zu gehen. Oh, genau ein Generator fehlt nur noch und dann gibt es 18.500. Das heißt, ich darf jetzt eigentlich nicht mehr sabotieren, bis das Addon kommt, weil das ist echt eine schöne Daily. Mit 18.500 bekommt man da auch die maximal mögliche Punktzahl, glaube ich. In dem Sinne passt das schon. Gut, Leute, ich bin raus für heute. Wir sehen uns im Stream, wenn ihr Bock habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.